Hallo zusammen, heute geht's um den Anschluss an der Batterie. Bei den Bleibatterien hatten wir diese Polklemmen, also solche Polklemmen mit einer Schraube, die man hier auf diesem Bleipol aufgeschraubt hat. Und bei den Lithiumbatterien ist eigentlich durchgängig eine M8-Schraube, kleinere Batterien, eine M6-Schraube, wo man das Kabel hier direkt hier drauf schraubt. Standard ist eine Schraube dabei. Wenn ihr aber viel Kabel habt, müsst ihr eine längere Schraube besorgen, um das reinzusetzen. Jetzt haben wir immer wieder die Frage, es gibt so Poladapter. Haben wir auch. Und zwar haben wir diese Poladapter mit zwei Unterlagscheiben. Also ich habe hier zwei Unterlagscheiben dazu, also eine Unterlagscheibe, die muss hier drüber und hier so angeschraubt werden. Wichtig ist, der große Pol, wir haben ja zwei unterschiedlich große Pole, man sieht den Unterschied. Er ist geringfügig, aber er ist da. Der große Pol kommt auf Plus mit einer Unterlagscheibe. Das zeige ich euch warum. Und hier bei Minus machen wir den ohne Unterlagscheibe. Und bei diesem Poladapter, die wir hier zu diesen Batterien kaufen, hat es hier einen Luftspalt. Wir sehen also hier, da ist ein Spalt dazwischen und bei dieser nicht mehr, weil diese Unterlagscheibe hier, die ist jetzt fest oder ich habe es von Hand angezogen, diese brauchen wir, um einen sauberen Übergang zu gewährleisten. Und jetzt können wir da diese Minuspolklemme hier drauf machen, klar mit der Unterlagscheibe, und können dann das Kabel hier draufschrauben. Das ist überhaupt kein Problem. Nur, das ist ja Schwachsinn. Erstens habe ich hier, wenn ich vom Kabel komme, hier eine Schraubverbindung, also ein Kontakt auf die Klemme. Dann habe ich, wenn ihr noch ältere von der alten Batterie die Klemme übernimmt, habe ich auf dem Poladapter eine Verbindung und vom Poladapter auf den Anschluss der Batterie. Ich habe also hier dreimal Übergangswiderstand. Gut, jetzt sagt ihr, ja, der Übergangswiderstand, der ist nicht so groß, aber es fließt halt Strom, es gibt Oxidation, da kann man wieder fetten, Polfette. Man kann aber auch das hier direkt mit einem Übergang festmachen. Zweitens seht ihr, wie hoch dass hier diese Anschlüsse werden, das ist dann auch ein Thema, wie groß es sein muss. Aber wichtig ist, wenn ihr bei unserem Poladapter kauft, haben wir bei uns im Lagershop nicht online, nur physisch. Kommen, zahlen, kaufen. Mitnehmen. Anfassen. Diese sind alle mit einer Unterlagscheibe geliefert, dass sie bei uns bei den Batterien draufpassen. Wir könnten auch diesen Schraube hier ein bisschen kürzen, dass der dann aufpasst, aber wir arbeiten jetzt hier mit einer Unterlagscheibe, die dazwischen passt. Ja, das soll es gewesen sein von diesem Batterie-Poladapter M8 und ich wünsche euch einen schönen Tag.